gab es Zivis und jetzt gibt es keine Zivis mehr, jetzt gibt es Praktikanten. Darum macht euch hier Film, dann können wir das Internet angucken. Super. Ruben und die anderen rühren kräftig die Werbetrommel. Sie sind die 210 Mitarbeiter mit Behinderungen im Heilpädagogischen Zentrum in Grefrath-Finkrath. Gute Laune gibt's hier gratis, aber ohne Hilfe können die meisten ihren Alltag nicht meistern. Dafür brauchen sie Fachkräfte und junge Helfer mit Mumm, wie Desiree und Jerome. Die beiden packen ein Jahr lang mit an und sammeln dabei Erfahrungen fürs Leben. Desiree ist seit 5 Monaten FSJlerin. Morgens um 8 bringt sie die Mitarbeiter in ihre Gruppenräume, die es alleine nicht schaffen. Jerome, Berufswunsch Heilpädagoge, schafft schon mal Arbeit ran für seine Gruppe. Er hat sich schnell daran gewöhnt, dass im HPZ der Arbeitsrhythmus den Menschen angepasst ist, nicht umgekehrt. In ihrer Welt geht es langsamer zu, bedächtiger und viel gefühlvoller. Wir haben ja heute hier schon ganz viele Leute lachen hören. Ja, da lacht schon wieder jemand. Hat das auch was mit der Lebensfreude zu tun, die so vermittelt wird, oder was? Ja, einfach. Ja, die Leute haben gute Laune. Dann macht's auch für uns Spaß. Desirees Gruppe macht noch Warming-up. Erstmal aufarbeiten, was am Wochenende zu Hause passiert ist. Deine Mutter war krank. Ja. Aber ich will nicht weinen. Ne? Hast dich schön um die gesorgt, ne? Damit die wieder gesund wird, ne? Erzähl mal ein bisschen, was du am Wochenende gemacht hast. Schönes. Schwimmen, reiten, ausgehen. Und das kommt in mein Buch rein. Ein Buch schreiben? Das kann so nicht sein. Aber Desiree nimmt die Fantasiewelten der Mitarbeiter ernst. Das hat sie schon während der Einarbeitungsphase von ihren Fachkollegen gelernt. Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Was den Menschen an Wissen und Logik fehlt, machen sie durch andere Fähigkeiten alle Male wett. Na, alles leer, Alex? Ja. Scheint Ihnen Freude zu machen. Ja, auf jeden Fall. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, man bekommt halt viel zurück von den Mitarbeitern. Also wenn die zum Beispiel zu einem hinkommen und dich umarmen oder sagen, zum Beispiel nach einer Krankheit, ja, ich habe dich vermisst oder so. Ist natürlich immer dann schön. Also man bekommt wirklich sehr viel zurück, weil die auch sehr ehrlich sind. Also was zum Beispiel, sag ich mal, normale Menschen jetzt nicht unbedingt sind, die manchmal auch lügen, aber es wirkt halt sehr authentisch so, wenn die Menschen mit Behinderung dann sich so äußern. Was hat Sie denn so fasziniert? Ja, eigentlich eher so die Sache, man tut was, man sieht auch direkt praktisch das Ergebnis, beziehungsweise mal mehr, mal weniger. Ich bin jetzt einfach nicht der Typ, der so sagen kann, ich arbeite jetzt die ganze Zeit im Büro oder irgendwie mit Maschinen, sondern eher mit Menschen. Und die sind stolz auf das, was sie täglich mit ihren Händen schaffen. Wären da bloß nicht die vertrackten Hausdienste. Wer möchte spülen? Desirees Gruppe sortiert Fläschchen mit Backaromen nach Farben, meist ohne Meckerei. Es gibt auch mal so Tage, da ist man nicht so gut drauf oder die Mitarbeiter sind nicht so gut drauf. Gibt es natürlich auch schlechte Tage, aber die schönen Tage überwiegen halt. Jeder tut, was er kann. Der Mülldienst ist heute an Jerome hängen geblieben. Mittagspause in der hauseigenen Kantine. Wer sich das Menü nicht selbst holen kann, dem helfen die FSJler. Anfangs gar nicht so leicht. Tipps von Kollegen halfen. Inzwischen geht das Essen anreichen leicht von der Hand. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. Eine gute Erfahrung. Ne, Jürgen? Was nehmen Sie mit? Auf jeden Fall traut man den Behinderten nach so einem Praktikum, aber schon während des Praktikums, wesentlich mehr zu. Also es sind nicht mehr die armen Behinderten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern man weiß praktisch, denen geht es eigentlich recht gut. Ein Jahr geht schnell um, nicht mehr lange, und die Gruppe muss sich von Jerome verabschieden. Ich soll wiederkommen? Ja! Nein, ist meine...
Manche Mitarbeiter ruhen mittags. Andere gehen mit Jerome und Desiree an die frische Luft. Nach getanem Job folgen 30 Minuten im Snuselraum mit Lichteffekten und Sound. Streicheleinheiten für die Seele. Ein freiwilliges soziales Jahr mit ungewöhnlichen Menschen, von denen Desiree jetzt schon eine Menge gelernt hat. Also man hat auf jeden Fall mehr Empathiegefühl gewonnen, also ich persönlich jetzt, und man wird weicher. Desiree und Jerome nehmen vom HPZ viel mit in ihr zukünftiges Leben. Erfahrungen, die nicht nur angehenden Pädagogen nützen.